Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver. Ich war kurz davor, Diablo zu sagen. Ich weiß nicht warum, fragt mich nicht. Diablo ist immer in meinem Kopf und wir ziehen los. Und zwar werden wir heute mit ein paar Kimonos trainieren, die sich hier oben befinden. Und zwar Tanztheater von Teak City. Ich weiß nicht, wie stark sie sind. Ich weiß nicht, wie weit wir kommen. Ich weiß nicht, wie viele von uns sterben werden. Aber ich habe hier doch... Warte mal. Tanztheater. Ich google das mal. Tanztheater. Teak City. Sicher ist sicher, Freunde. Sicher ist sicher. Die Kimno Girls Trainerklasse. So. Also hier haben wir gleich mal direkt den Arenaleiter. Die Pokémon sehen sehr gruselig aus. Wir werden da, könnten da aufs Maul kriegen. Kimno Girls, da. Wieso steht hier, dass ihre Pokémon auf 38 sind? Ich habe ein bisschen Angst, da reinzugehen. Hier steht, die sind 38. Aber das ist ein Smogon Level 12. Hey! Lass endlich dieses langweilige Gezappel und leg mal einen anständigen Lapdance aufs Parkett. Dürfte ich euch gnädigst darum bitten, eure Zwischenrufe einzustellen? Was soll das heißen? Hat das Publikum etwa nicht das Recht, selbst zu bestimmen, was es sehen will? Soll ich euch mal zeigen, wie man das richtig macht? Ja. Was bildet sich dieser Kerl von Team Rocket eigentlich ein? Meinem Kimono Girl solchen Ärger zu bereiten? Du bist doch ein Trainer, oder? Dann rette sie gefälligst. Ja, ist ja gut. Immer diese Opas, weißt du, können nicht mal Bitte oder Danke sagen. Hä? Was soll das werden? Stellst du dich etwa mir in den Weg? Oh Gott. Er hat einen Smogon Level 12. Komm. Das ist ja wohl ein bisschen armselig. Naja. So, hier gibt es ganz schön viele Informationen auf der Wiki-Seite. Holy shit! Oh, da kann ich euch aber einiges erzählen. Oha. Oha. Unterschiede zwischen Edition, Demografie. Teak City, Bevölkerungszahl ist in der zweiten Generation 31, in der vierten Generation steigt sie auf 45. Oh mein Gott. Die haben Sex, Jungs. Oh, krass. Turmruine, bla bla. So, der würde mich aber auf jeden Fall am meisten interessieren. Hier haben wir natürlich den Teak City Pokémon Arena Leiter. Er hat anscheinend ein Nebulak, zwei Apollos und einen Gengar, dessen Level leider nicht dasteht. Wieso steht da alles drin, außer irgendwie Level? Verdammt. Weißt du, überall stehen da die Level dran, außer beim Arena Leiter. Aber den müssen wir, glaube ich, einfach so... Hauptartikel. Achso, Arena-Leiter von Teak City. So, du bist ein Gift-Pokémon. Im besten Falle würde ich sagen, setzen wir einfach mal Schaden ein. Hoffentlich kann er die Explosion. Ich habe Angst davor, bis das, wenn das erste Pokémon kommt, das Explosion kann. Im Training hatte ich mal den Fall, dass da einer war, der Explosion konnte. Allerdings im Training, wenn sie sterben, ist mir das egal, weil ich sie da... so lange trainiere, bis sie auf einem guten Level sind, und dann will ich nicht die ganze Zeit ins Pokémon Center laufen. Deswegen lasse ich sie da auch in Ruhe sterben im Training. So, ja, der Zero cheatet, Alter, der Zero cheatet. So. Nebulak 21, Apollo 21, Apollo 23, Gengar 25. Meine sind gerade mal 18. Ach du Scheiße.
Da muss ich ein kleines Training irgendwie vorher wegmachen, ne? Der Unterschied zwischen der alten und der neuen Generation, alter Schwede. Damals hatte er noch einen. Ne, ist immer noch gleich. Die haben einfach nur die Pokémon getauscht. Ich sehe es doch! Verarschen kann ich mich auch alleine, ey. Aber er hat eine Zitrusbeere dazu bekommen. Oh, ich habe es nicht gelesen. Oh nein, ich habe ganz vergessen, dass wir gleich mit der Durchführung unseres teuflischen Plans beginnen. Wenn herauskommt, dass ich hier faulenze und alles aufhalte, lassen die mich glatt wieder ganz unten als Schuhputzer anfangen. Ich muss hier auf die Stelle weg. Das solltest du, Kollege. So, wie wär's mit dem Danke? Ihr seid Zero, nicht wahr? Das war beeindruckend. Ihr seid gutmütig und stark. Ihr versteht euch ausgezeichnet im Training von Pokémon. Wie viele Pokémon haben wir verloren? 15? Ich bin ein wirklich toller Trainer. Warte, wie viele Folgen haben wir jetzt insgesamt? Wir haben 20 Folgen, ich habe 15 Pokémon verloren. Also mein Ziel ist es, auf jeden Fall weniger Pokémon zu verlieren, als wir Folgen haben. Das ist ein anständiges Ziel, oder? Ich wusste einfach, dass ich mich in euch nicht getäuscht hätte. Aber ich führe wieder Selbstgespräche. Ja, ja, wie immer. Das war wirklich meisterhaft. Beherzte junge Leute wie dich sieht man nicht alle Tage. Hier, das ist ein kleines Dankeschön. Nur mal keine falsche Bescheidenheit. Nimm es ruhig an. VM3 fliegen. Die Attacke... Achso, Surfer. Was war denn VM fliegen? Okay, aber jetzt können wir gucken, wer Surfer beherrscht und wer nicht. Damit bretterst du mit deinen Pokémon in Windeseile über die Wellen. Ja, wenn ich ein Wasser-Pokémon hätte. Danke für nichts, Alter. Komm schon, irgendwer muss doch Surfer können. Irgendwer muss Surfer können von meinen Leuten. Irgendwer muss doch Surfer können. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Also, wir müssen höchstwahrscheinlich immer wieder das Pokémon wechseln, wenn wir surfen wollen. Ja, das ist traurig. Und es ist auch traurig, dass mein Pokémon gegen ein Smogon vergiftet wurde. Kann ich wieder ins Pokémon Center latschen. Bam, 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 bam. Diesmal hört ihr die Musik wirklich. Beim letzten Mal habt ihr sie nicht gehört. Es dauert sowieso noch ein bisschen, bis wir gegen den Arena-Leiter antreten. Aber dennoch. An die 25 werden wir, glaube ich, nicht rankommen. Wir haben viel zu viele Pokémon, die so weit entwickelt sind, dass sie kaum Erfahrung bekommen. Außer Pichu. Pichuburger bekommt verdammt viel Erfahrung. Aber der kippt auch so schnell um. Alter, was bist du? Kontrollposten vor dem Glockenturm. Kein Zutritt für Unbefugte. Ach, ich darf rein. Hi. Jens, der Arenaleiter dieser Stadt, besteigt den Turm in der Hoffnung, dass Pokémon aus der Legende wieder herbeigerufen werden. Oder zu können. Aber auch er scheiterte an seinem Unterfangen. Offenbar bist du noch nicht im Besitz des Ordens von Teak City. Wenn du es schon nicht schaffst, gegen Jens zu gewinnen, macht es auch keinen Sinn, dass du dich am Turm versuchst. Es tut mir leid, aber ich muss euch bitten, wieder umzukehren. Ja, kein Problem. Ich rede einfach mit dem Typen. Das regenbogenfarbene Pokémon soll anmutig auf der Spitze des Turms herabsteigen, während das silbern strahlende Pokémon tief am Meeresboden unter den Strudelinseln schlummert. Schwer vorzustellen, was? Nö. Alter, Annette, lass mich bitte in Ruhe. Es gibt zwei Sagen, die sich um die Johto-Region rangen. Eine von ihnen befasst sich mit den Strudelinseln, während die andere vom Glockenturm erzählt. Wir Leute von Teak City sind sehr darum bemüht, die Sage vom Glockenturm für kommende Generationen am Leben zu erhalten. Das ist schön für dich. Ich habe gerade gemerkt, dass ich während der Folgenpause nicht gespeichert habe und deswegen werden wir das jetzt tun. Eigentlich müssten wir durch die Arena easy mit Laurin kommen. Also easy. Wirklich easy.
Wenn ich jetzt so wüsste, welche Attacken diese Pokémon noch beherrschen, dann könnte ich euch sagen, ob wir hier richtig easy durchkommen. Weil wir haben ein Normal-Pokémon und Geist-Pokémon können nun mal nichts gegen normale ausrichten. Das Problem ist, andersrum geht natürlich dasselbe. Allerdings ist es natürlich auch möglich, dass der Typ einfach Fluch einsetzt. Und das schadet Laurin ja trotzdem. Da müssten wir das Pokémon wechseln. Wenn wir das Pokémon wechseln, löst sich der Fluch auf. Aber das Gute ist, wenn er Fluch einsetzt, verliert er die Hälfte seiner KP. Das heißt, wir müssten höchstwahrscheinlich auf Snox wechseln. Weil er Stahl ist. Stahlgestein. Und Maurice werden wir gar nicht einsetzen. Nie wieder. Ach, Maurice, entwickel dich doch einfach. Während des Laufens. Du brauchst keine Level-Up, um dich zu entwickeln. Du musst einfach nur laufen. So. Wie sieht's mit unseren Tränken aus? Wir haben einen Hypertrank. 4 Supertrank. Perfekt. Läuft. Das heißt, wir gehen mal nicht in den Markt und wir gehen somit. Was ist das? Hier ist ein leerer Platz. So. Diese Ruinen sind die Reste eines Turms, der einst einem Brandunglück zum Opfer fiel, das nie aufgeklärt werden konnte. Mach besser einen großen Bogen um dieses Gemäuer, denn in ihrem Inneren könnte es gefährlich werden. Ich gehe trotzdem rein. Turmruine. Guck mal, da ist ein Smogon. Und guck mal, da sind 3 Pokémon, die anscheinend noch nie jemand gesehen hat. Mein Name ist Essen. Ich reise durch die Weltgeschichte, um ein Pokémon namens Suisun zu finden. Und du bist Zero. In Ordnung, angenehm. Ich bin hierher gekommen, weil man mir sagte, Suisun halte sich hier auf. Wirf mal einen Blick ins Untergeschoss, durch das Loch im Boden dort drüben. Deine Augen trüben dich nicht. Ich habe irgendwas im Auge. das sind Suisun und die anderen legendären Pokémon. du kannst gerne versuchen, zu ihnen herunterzugehen, aber sie werden auf der Stelle Reis ausnehmen. Glaub mir, ich spreche hier aus Erfahrung. Ja, cool, ich werde trotzdem runtergehen. Wir können hier ein bisschen trainieren. Ein Zarmurzel! Da habe ich genau den richtigen Gegner für dich, Dude. Da wirst du Spaß haben mit. Der Charter wird dich schön rösten und dann aufessen. Erstmal knacken so. Ich meine, Schad hat eigentlich das Potenzial dazu. Erstmal setzen wir Glut ein und dann Fußkick und dann knacken wir ihn auf und dann fressen wir einfach seinen Kern auf. Sehr schön. 79 Erfahrung ist leider nicht wirklich viel. Du willst jetzt nicht kämpfen, oder? Ach du Scheiße! Nein! Als ich ihn gesehen habe, war es schon zu spät. Ich wusste es nicht mehr. Ich wusste es wirklich nicht mehr. Was denn? Du schon wieder? Du planst sicher, dir das legendäre Pokémon zu schnappen, das hier auftauchen soll, um dich damit ins Rampenlicht zu rücken. Aber das kannst du dir abschminken. Hör mir gut zu, die legendären Pokémon gehören ganz alleine mir. Denn ich habe mir geschworen, der stärkste Pokémon-Trainer der Welt zu werden. Schlag du dich nur nach Herzenslust mit den Schergen von Team Rocket herum, das passt viel besser zu dir. Scheiße. Scheiße. Oh Gott, ich bin am Arsch. Der ist einfach mal Level 20, Leute. Dieses Pokémon ist einfach mal Level 20. Wir haben ein ganz, ganz großes Problem.
Horrorblick. Oh, Laurin. Mach es fertig. Scheiße. Fluch. Oh mein Gott. Genau das, wovor ich Angst hatte. Aber mit Gegenstoß mache ich ihn jetzt komplett kaputt. Der kann dann mit Fluch gar nichts anfangen. Dann verliere ich ein bisschen Leben vielleicht. Okay, wir müssen jetzt perfekt vorbereitet sein. Okay, was kommt als nächstes? Ja, gib mir die Erfahrung. Wir werden ihn shoppen, wir werden ihn fertig machen. Wir werden ihn fertig machen, Leute. Ja, wurde durch Fluch verletzt. Fluch ist echt krass. Fluch ist echt krass. Vor allem im Zusammenhang mit Horrorblick. Lorblatt. Okay. Was machen wir da? Wieso stand das bitte nicht in Teak City drinne? Wieso steht hier nicht, dass mein Rivale hier kommt? Fuck. Weißt du, da steht alles drinne. Alles über diese verdammte Stadt steht da drin, aber steht nicht, dass der Rivale da steht. Bullshit. Alter, Teak City im Anime ist ja riesig. WTF. Krass. Ja, scheiße, Mann. Danke, Spiel. Oder danke, Wiki. Das hätte ruhig mal drinnen stehen können. Die Turmruine. Nach einigen Legenden ist es an der... Warte. Die Turmruine befindet sich im Nordwesten der Stadt und ist ein Überbleibsel des Bronzeturms, nachdem dieses etwa 100 Jahre zuvor fast vollständig niederbrannte. Nach einigen Legenden ist es der Ort, an dem Lugia lebte. Andere Quellen erzählen wiederum, dass es immer schon in den Strudelinseln hauste. Klar ist aber, dass der Turm vor Ort war, an dem sich die legendären Raubkatzen befanden, die damals noch normale Pokémon waren. Sie kamen bei dem großen Feuer um, doch Ho-Oh schenkte ihnen das Leben und machte sie zu Raikou, Entei und Suisun. Wenn der Spieler die Turmruine betritt, fordert ihn der Rivale ein drittes Mal zum Kampf. Ich brauch Bilder und keine Wörter. Turmruine. Hä? Wir waren doch gerade... Also das Loreblatt dürfte Level 22 sein. Wir waren gerade in der Turmruine, ne? Hier steht aber, in der Turmruine hat er ein Alpollo Level 20. Das war doch gerade ein Nebulak Level 20, oder? Also er hat ein Nebulak Level 20, ein Zubat Level 20, ein Magnetilo Level 18... und ein Pflanzen-Pokémon Level 22. Wir schaffen das, Leute. Wir schaffen das. Ich weiß, die Folge dauert hier echt lange mit diesem Kampf jetzt. Aber wir müssen das schaffen. Ich beherrsche nur Glut. Das ist das Problem. Ich beherrsche nur Glut. Ich hätte gerne irgendwie was Besseres gehabt, aber gut. Reflektor. Verteidigung. Ja, das bringt ja eigentlich einen Scheiß, du. Giftpuder. Ja, umso länger er sich Zeit lässt, umso besser ist es tatsächlich. Aber er hat keine Tränke oder so, ne? Nein. Oh nein! Du dreckiges Arschloch! Deswegen hat er Giftpuder eingesetzt. Jetzt brennst du! Dreckslappen, ey. Kannst du jetzt so eine Synthese einsetzen, wie du willst. Du wirst draufgehen. Guckt euch den Lappen an. Weißt du? Giftpuder und dann Synthese, bis er geheilt ist. Aber jetzt bist du nämlich verbrannt. Was höchstwahrscheinlich nichts bringt.
Aber er setzt höchstwahrscheinlich jetzt nicht nochmal Synthese ein, weil er nicht unter 50% ist. Ernsthaft, Dude? Ernsthaft? Jetzt setzt er aber Reflektor ein. Jetzt muss er Reflektor einsetzen. Was ist das für eine billige Taktik, sag mal? Ja. Komm, Volltreffer, 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 Volltreffer! Nein, 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 nein. Ah, das Gift wird mir ziemlich Schaden zusetzen, ne? Ja, ich muss bald das Pokémon wechseln. Du dreckiges Arschloch! Er hat, glaube ich, nur 5-mal Synthese. Danach muss er sich was anderes einfallen lassen. Wie oft hat er das eingesetzt? Ich glaube 4-mal. Einmal kann er noch. Aber ich muss mein Pokémon wechseln. Sonst ist es tot. Mike ist meine einzige Hoffnung in dieser Sekunde. Mike, du musst das reißen. Ja. Er hätte meinen Typen getötet jetzt in der Sekunde. Macht nichts, macht nichts, macht nichts. Ist alles gut. Alles ist gut. Wir setzen ihn ein und dann verbrennt er langsam von alleine. Ist deine Ersatz-Synthese ein. Zauberblatt, das wird dir leider nichts bringen. Sehr schön. Ich bin schnell, ne? Warum? Okay, wir setzen Egelsamen ein. Einfach nur, damit der Typ noch mehr Leben verliert. Das hat keine Wirkung, Flohblatt. Okay, das setzen wir halt Tekel ein. Alter, ich bin eine verdammte Pflanze. Du kannst mich doch nicht vergiften. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Stirb doch einfach, bitte! Tu mir den Gefallen! Jetzt macht er einen Volltreffer und BC99 ist tot. Ich sag's euch. Ja! Wir haben das wichtigste Pokémon besiegt. Das wichtigste Pokémon haben wir besiegt. Der Rest ist um die 20. Als nächstes müsste er quasi haben... Zubat oder Magnetilo kommt jetzt als nächstes. Megasauger. Ja, wie geil ist denn das? Ja. Absorber, tschüss. So, und Zubat ist Gift und Flug. Da stehen sogar die Attacken drauf. Der hat Blutsauger. Superschall, Biss, Konfusionsstrahl, Leute. Oh Gott. Zubat. Wir müssen Snox einsetzen. Snox ist komplett Resistenz gegen die Penner, also... Der kann eigentlich nichts machen. Seine Käferattacken kann er vergessen, seine Unlichtattacken kann er vergessen und sein Superschall, ja gut. Wieso hat er Superschall und Konfusionsstrahl? Hä? Wer macht denn so einen Scheiß? Ja, komm. Aber doch nicht beides! Beides verwirrt! Das ist verwirrend. Naja. Wir haben ihn so gut wie besiegt. Zum Schluss haben wir noch ein Magnetilo, das Elektrostahl ist. Da müssen wir uns was überlegen. Das Ding ist, er hat Ultraschall und Ultraschall ist ultra stark. Ultraschall.
Ultraschall. Ah, ja. Genau, nein, ich suche nach Pokémon-Ultraschall. Ich sehe hier gerade kleine Babys. So, Ultraschall. Also, Ultraschall verursacht einen festen Schaden von 20 KP. Diese Höhe wird nicht durch Typeneinflüsse oder andere Effekte beeinflusst. Das heißt, er zieht immer 20 KP ab. Das Ding ist, unsere Pokémon haben nicht viel Leben. Ich muss ihn einschläfern. Scheiße, Mann. Okay, das Magnetilo kann ein Problem werden. Wir müssen ihn unbedingt einschläfern. Der haut mich sonst weg. Der haut mich richtig weg. Weil er beherrscht. Tackle ist jetzt nicht so schlimm. Donnerschock. Superschall. Das heißt, er wird Superschall einsetzen und danach wird er Ultraschall einsetzen. Shit. Nein! Da steht Donnerschock! Auf dich kann man nicht, sich nicht verlassen, Wikipedia! Das ist ja noch schlimmer. Wir sind so tot. Wir sind so tot. Gott, Laurin! Ich dreh durch. Vor allem, wir können auch nicht Snox einsetzen, das ist Kocke, Leute. Wenn Laurin sich als nächstes selbst verletzt, ist er tot. Das Einzige, was ich machen kann, ich kann nur Gesang einsetzen, auch wenn Laurin dadurch stirbt. Dieses Magnetilo kann all unsere Pokémon töten. Ah. Oh. Ja! Baby. Die Frage ist, wie schalten wir ihn jetzt am besten aus? Er ist Elektrostahl. Elektrostahl. Wir bräuchten eine... Kapilz kann leider keine Kampfattacke. Warum kann er keine Kampfattacke? Wenn Kapilz jetzt eine Kampfattacke hätte... Boah! Abgezogen hätten wir ihn. Das haben wir nicht. Ich kann ihn verwirren und paralysieren. Maurice, es ist dein großer Tag. Es ist einfach dein fucking großer Tag, Maurice. Für den Fall der Fälle, dass er aufwacht, verwirren wir ihn. Das wollte ich gerade mit dir machen. Ist nicht mehr verwirrt. Was ist denn das für eine Scheiße? Er war eine Runde lang verwirrt. So, Freunde. Was jetzt? Das sieht nicht rosig aus. Scheiße! Das Magnetilo! Es ist verdammt nochmal 18! Ich werde Maurice opfern. Ich muss Maurice opfern. Scheiße! Nein! Ja! Okay, Bitterkuss, komm schon.
Nein, er hat's geschafft! Er hat's geschafft! Okay, aber Marui ist es tot. Und als nächstes muss ich Schad opfern. Scheiße. Es lief alles so gut. Alles lief so gut. Wir haben nur Maurice verloren und über den trauere ich kein Stück. Hätte ich das gewusst, dass ich ihn mit einmal Glut fertig mache, dann hätte das ganz anders ausgesehen. Aber das wusste ich ja nicht. Alter! Egal. Du schaffst es sowieso nie, dir ein legendäres Pokémon zu schnappen. Mal gucken, gleich kommt wahrscheinlich eins. Das wäre schon klasse. Komm. Wir werden jetzt noch schnell das nächste Pokémon suchen. Wobei, nein. Wir machen es spannend. Damit ihr morgen wieder einschaltet. Haut rein, euer Zero. Tschüss.